Meine lieben Schafe, jedes Mal, wenn ich eine Trauung vornehme, werde ich ein bisschen neidisch. Denn was bedeutet das, eine Ehe? Es bedeutet doch nie mehr eine kalte Klobrille. Wir brauchen uns keine Sorgen mehr darum zu machen, ob uns etwas aus der Nase hängt. Wir haben einen lieben Menschen, der darauf achtet. Und in anderen Dingen will ich gar nicht reden. Umso ärgerlicher dieses dumme alte Macho-Scherzwort. Warum eine Kuh kaufen, wenn ich nur ab und zu ein Glas Milch will? Darüber kann ich nicht lachen. Auf meinem Speiseplan ist von höchster Stelle aus sogar die Kuh gestrichen. Von glasweise Milch ganz zu schweigen. Ja, das sind schon zwei harte Nüsslein. An denen ich da zu tragen habe. Aber sie brachten mich auf eine recht kreative Form der Meditation. Ich setze mich oft in meinen Lieblingssessel, zu meinem Lieblingsrotwein, lege meine Lieblingsvideokassette ein und dann schließe ich die Augen und lausche nur. 1992, Monika Seles gegen Gabriela Sabatini. Beide natürlich katholisch. Aber manchmal springen mich auch Zweifel an. Was ist, wenn ich der einst vor den Schöpfer trete und sage, Guten Tag, Herr, da bin ich, als Jungfrau, wie du es befohlen hast. Und wenn er dann sagt, was soll ich befohlen haben? Das waren irgendwelche durchgeknallten Päpste. Und jetzt verpiss dich, du siehst ja, dass ich Damenbesuch habe.